war es eine der Frauen, die ich auf Facebook blockiert hatte? Hier ist Rita, flötete die einschmeichelnde Stimme. Ich war nicht verabredet. Welche Rita? Ich zögerte einen Moment. Ich hatte wenig Lust zu telefonieren und schon gar nicht mit einer Dame des Gewerbes und wollte das Telefonat am liebsten wegdrücken, besann mich aber anders. Da plapperte es munter ins Telefon. Wir hatten mal zusammen eine Mugge. Ich wusste nicht, wer sie war und sagte knapp, ich bin beschäftigt. Es begann ein Redefluss, der mich ertränkte. Du hast doch damals die erste Trompete gespielt, weißt du das nicht mehr? Und der Rolf spielte die zweite Stimme. Und dann flogen seine Noten vom Ständer. Alle haben gelacht. Wir mussten den Satz noch einmal anfangen. Wie lange ist das her? 3 Jahre? Ich verdrehte die Augen und dachte, ach, die Rita, das kann sie ja gleich sagen. Ich weiß es noch wie gestern. Sie hatte bei der Aufführung ein ärmelloses Kleid an. Ihre Haare waren offen und im ersten Satz kämpfte sie mit einer Strähne, die ihr ins Gesicht fiel. Es lag daran, weil sie ihren Kopf nicht ruhig hielt, sondern ihn mit der Musik bewegte. War die Musik energisch, fiel ihr die Strähne wieder ins Gesicht und dann wischte sie schnell mit ihrer Bogenhand die Strähne beiseite. Da sie die Konzertmeisterin war und in der ersten Reihe außen saß, hatte sie mehr Platz. Mitten in einer Reihe neben den anderen Geigerinnen wäre sie mit ihrem Bogen mit den Nachbarinnen ins Gehege gekommen. In der Minipause zum zweiten Satz nahm sie schnell ein Haarband und versuchte, ihre Mähne zu bändigen. Ich sah die Situation noch vor mir. Der Dirigent wartete mit dem Einsatz und blickte genervt in Ritas Richtung. Mit einem leicht erhobenen Taktstock wartete er darauf, dass sie sich breit machte. Rita merkte nicht, dass ich keinen Bock hatte zu telefonieren. Vielleicht hatte sie einen Grund, mich anzurufen. Ich wurde hellhörig. Ich wollte gleich zur Sache kommen, denn das könnte der einzige Anlass ihres Anrufes gewesen sein. Mensch, Rita, klar, ich erinnere mich. Könnte hinkommen. Ja, das war so circa vor 3 Jahren. Hast du einen Auftritt für mich? Nee, ganz so schlimm wird es nicht, lachte sie. Unverschämtheit, weshalb belästigt sie mich dann? Ich war entrüstet. Also hör mal, einen besseren Trompeter kannst du gar nicht kriegen. Nein, sagte sie schnell, so war das nicht gemeint. Sie machte eine Pause und druckste am Telefon herum. Es handelt sich hier um etwas ganz anderes. Rita Lüdemann, die Nervensäge. Rita, die schon lange zu einer Öko-Tante mutiert war und mit Öko-Sandalen auf dem Fahrrad bei Rot über die Ampel fuhr. Sie hatte sich bisher mit jedem Dirigenten durch die Betten gepoppt. Wollte sie mich wieder für Greenpeace anwerben? Dass ich gegen die Umweltzerstörung bin, steht außer Frage. Außerdem überfahre ich keine Katzen und keine Igel. Jede Fliege und jeden Falter fange ich im Haus ein. Dafür mache ich sogar das Licht aus und pirsche mich leise ans Krabbeltier und an die surrenden Flugobjekte heran. Ich halte ein Marmeladenglas über die aufgeregten Viecher, bevor sie wieder aufflattern können, schiebe ein Blatt Papier zwecks Abdeckung des Glases dazwischen und trage die Insekten unversehrt zurück ins Freie. Aber ich kann unmöglich jedem Verein beitreten. Und was bei Rita lästig ist, sie will polarisieren und damit Aufmerksamkeit erregen. Jede Diskussion mit ihr ist anstrengend und das wollte ich vermeiden, denn es ist verplemperte Zeit. Sie gehört zu den Guten, die einen ständig belehren wollen. Mit Kritik hält sie sich nie zurück. Das geht mir auf den Geist. Rita ist eine Bekannte, eines Bekannten, einer Bekannten, Aushilfsgeigerin in diversen Kammerorchestern. Sie kannte mich vor einer Aufführung als Solotrompeter. Sie rief mich damals eine Woche nach der Aufführung an und sülzte mich voll. Als sie